Willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Sieben. Beim letzten Mal haben wir angefangen, gegen den Ogre-Clan zu kämpfen. Heute machen wir weiter. Hier an dieser Stelle, einfach über bei Midoriya City nach da oben latschen. Hier ist nämlich eine einsame Höhle und hier erwartet uns der nächste Trainer. Ich hoffe, dass wir heute uns nicht so schlecht schlagen werden wie beim letzten Mal. Denn letztes Mal wurde ich komplett auseinandergenommen. Wir schauen mal, wie es heute aussieht. Wir sind beim Team-Level aus und los geht's. Wir haben noch ein paar vor uns. Und Kleinstein will mitkämpfen. Ich bin Raikiri von den Maskonis. Donner. Ah, irgendwas mit Donner. Okay, sein Elektro-Pokémon. Okay. Das kann ja gar nicht mehr so schlimm werden, oder? Raichu, sehr, sehr cute, aber gefährlich. Das heißt, es muss direkt weg. Oh, ich habe eine Attacke eingesetzt, die mir eventuell in den Hintern beißen könnte, weil Raichu hat vielleicht Paralyse als Fähigkeit, so ein Kack. Nee? Okay, gut. Aber wow, die Hälfte Damage. Wow. Viel mehr als erwartet, muss ich ehrlich zugeben. Ja, Freddy ist ja sehr, sehr gut mit Erdkräfte. Deshalb werden wir ihn einfach direkt einsetzen. Leider ist er nicht so schnell wie Raichu. Weshalb ich jetzt sehr viel Damage nehmen könnte. Oh, klar. Fast ein Kill. Das ist normal bei diesen Clan-Mitgliedern. Die können einfach... Ja, muss ich nicht erklären. Ihr habt es ja gerade gesehen. Die ist einfach krass. Aber ich glaube, die krassesten habe ich schon hinter mir, oder? Luxtra. Unlicht Elektro? Es ist nur Elektro. Es kann auch sein, dass es nur Elektro ist. Das Ding ist bestimmt super schnell. Deshalb setze ich mal Dribbling ein. Werde die Zeit nutzen, also eine Runde nutzen, um mich aufzuheilen. Mit Freddy und dann. Wenn ich dann überlebe aus irgendeinem Grund, dann kann ich ja nochmal angreifen. Ja, die haben alle vier Pokémon. Genau. Danke, Windows. Ich hoffe, das hat man nicht gehört, denn doch da. Danke, Windows. Oh Mann. Ja, ich hab Tränke eingekauft. Ich weiß nicht, ob ich immer erwähnt habe, aber ja, ich habe Tränke eingekauft. Oh yeah. Ach klar, das Ding kann Eis. Ach klar, kann das Ding Eiszahn. Warum sollte es das denn nicht können? Ja, ja, ist in Ordnung, Spiel. So, Erdkräfte, please kill es. Bevor es dich killt. Oh, Elektrofeld. Klar, Elektrofeld macht mir jetzt kein Damage und eventuell kann ich ihn jetzt damit ausschalten, aber die anderen Pokémon von ihr. Nee, nur die Hälfte. Mist. Das ist ja auch Typ Elektro und das wird denen jetzt wahrscheinlich helfen. Boah. Okay, Luxra's down. Raichu und Luxra waren jetzt kein riesiges Problem, außer halt Eiszahn. Das war ein bisschen ärgerlich, aber passiert. Was hast du noch drauf? Donarion. Boah, entweder ist es Elektrokäfer oder Elektroflug. Eins von beiden. Ich bleib erstmal ein bisschen drin und schau mir das an. Ich habe ja noch ein paar Beleber, falls ich sie brauche unbedingt. Obwohl das eigentlich kein guter Ansatz. Aber egal. Hä? Elektrosamen? Och nö. Oh no. Und das ist nicht mehr effektiv. Ich habe nichts Effektives. Blutmund. Außer ich sterbe jetzt instant. Ja. Ah, wäre ich full heal, wäre ich nicht gestorben. Aber muss ich noch full heal für sein, ne? Ja, der Female hat leider nicht wirklich viel Priorität hier, muss ich leider zugeben. Ogreporn habe ich jetzt auch leider die Wassermaske gegeben. Ja. Ich kann zwar versuchen mit Fatalicia, aber ich habe da nicht viel Hoffnung, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht, was ich da genau tun soll. Ich schätze... Spukball? Ich bringe dem Debuff? Ansonsten sieht er was, damit es vielleicht brennt. Oh. Weiß ich jetzt auch nicht. Akrobatik kannst du, ne? So einer bist du also. Ja, klar. Komm, versuchen wir mal Siedewasser. Oh yeah, ein Crit! Episch! So, was ist dein letztes Pokémon? Ich kriege easy down. Level 80. Oh, Voluminas. Ah, entweder Gestein oder Boden mit dem... Was ist das Ding? Ist doch nicht Elektro, oder? Pflanze ist auf jeden Fall sehr effektiv. Das ist ein Gestein, oder? Oder? Nein? Wasser? Was?
Okay, ich bin gerade ein bisschen selber von mir selbst verwirrt, aber... wie kriege ich das hin? Volumi, das ist ein cooles Pokémon, aber leider nicht so krass. Weshalb wir es auf jeden Fall noch durchnehmen werden. Und da ist die Verbrennung, auf die ich gehofft habe. Bisschen spät, aber immerhin, kommt sie mal. Da habe ich das Gefühl, dass ich letzte Folge einfach nur die Stärkste angefangen habe und jetzt einfach die Schwächsten mache danach. Aber jetzt sollte ich zu früh sagen, wir werden bestimmt noch einen Kampf haben, wo ich down gehe. Bestimmt. Dann wäre ich natürlich cool. Alright. GG, Fair Play, was auch immer. So, vorbei. Seid irgendwo hingepisst. Du hast geschafft, mich zu besiegen. Du warst mitunter wahrscheinlich die einfachste hier von den ganzen. So, für die nächsten müsst ihr einfach nur hier zur Hornschlucht rüberfliegen. Und dann dreht ihr euch einmal um. Und voila, da ist der nächste von denen. Was geht ab? Oder die nächste? Sehr viele Frauen in der Gang. Ich bin Hasebe, mit der Macht des Regens. Werde ich wieder Sache kaputt machen. Okay. Irgendwie habe ich gedacht, Flug-Pokémon kommt als nächstes. Nope, Wasser. Oh, Quaxo. Wow, seit wann ist Quaxo so riesig? Ich dachte mal, Quaxo wäre so ein kleiner Frosch. Nee, war schon ein bisschen größer als gedacht. Oder das war jetzt nur, weil das rangezoomt habe. Aber trotzdem. Das ist sehr gut, dass wir jetzt einen Wassergegner haben, weil ich habe zwei Pflanzen-Pokémon, die können sich jetzt endlich mal beweisen. Finally, wisst ihr? Das macht mich glücklich. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass wir Vater Licha kämpfen lassen, weil Driplin ist halt overleveled. Was soll ich sagen? Aber ja, dieser Kampf wird super duper easy jetzt für uns. Und keine Sorge, ich werde mein Bestes geben, im zweiten DLC dann ein besseres Team zusammenzustellen. Diesem DLC ist halt ein bisschen schwieriger. Oh, Eisstrahl natürlich schwierig, aber Quirlschuss heilt mich, deshalb sollte ich eigentlich wieder full sein, weil ich heile mich so viel, wie ich Damage mache. Nein, doch nicht? Okay, vielleicht noch so ein Anteil von dem, was ich mache, keine Ahnung. Aber ja, wenn die alles gleich Attacke können, habe ich ein Problem. Kamal, was war denn Kamal nochmal? War es nicht dieser Gen 8 Krokodilvieh? Ja, das Ding da, genau. Das Ding. Weißt du, ich bin überhaupt kein Fan von dem Ding. What? What? Alle haben sehr effektive Attacken, finde ich gerade. Auch gut. Ja, Freddy, wenn du möchtest, kannst du direkt mal angreifen, ne? Du bist der Einzige, der noch nicht Level 80 ist. Das müssen wir mal ändern, Kumpel. Oh, Aqua-Durchstoß. Boah, fast ge-one-shotted. Ich habe Glück, dass ich überhaupt noch lebe. Oh mein Gott, wie habe ich das überlebt? Oh Mann, Level 80. Sein Magnus war... Oh, sein Magnus ist dieser OP-Fisch, dieser riesige, der neue da. Oder der alte, wie auch dem. In der Story alt, in den Games neu. Doch, komm, mach mal Ogerpon. Oh, Ogerpon. Riolu, willst du zuschauen? Er ist sich nicht sicher. Zick düftet, deshalb bewegt sich die Kamera automatisch manchmal. Ja, genau, das ist der. Es gibt von den zwei Varianten, von dem ich weiß. Es gibt noch einen blauen und weißen oder so? Kann das sein? Ja, auf jeden Fall One-Shot, easy. Full Heal wahrscheinlich. Ja, let's go. Vielleicht auch das für die Attacke, die ich gemeint habe vorhin. Egal, weiß ich gerade nicht. Okay, was ist dein Plan B? Kapaloris. Ein sehr nettes Pokémon. Wasserpflanze. Hiya. Achso, Fußkick hätte jetzt tatsächlich Sinn gemacht, ne? Ja, habe ich nicht dran gedacht. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber wow, mache ich richtig viel Damage mit Ogerpon. Wow. Wow. Okay, ich bin gespannt, was die letzten paar Ogre-Clan-Members dann noch so drauf haben werden. Bestimmt nicht viel. Ich sag das so, als wären das so die einfachsten Gegner ever, letzte Folge. Wurde ich komplett auseinandergenommen von denen, also. Ne? Naja. Aber die beiden waren jetzt bisher relativ easy.
das geschafft, mich zu besiegen. Yep. Nein, du wirst nicht gefangen. Suchst du deine Entenfamilie? Da hinten ist sie doch. Geh doch einfach hin. Okay. Für den nächsten tut ihr euch einfach zum Kristallsee hinfliegen. Und dann gleiten wir einfach hier ein bisschen davon rausgehen, ein bisschen nach rechts. Ich guck mal ganz auf der Map, aber irgendwo in der Nähe sollte das sein. Kann sein, dass es ein bisschen weiter unten ist. Aber da ist er auf jeden Fall der nächste. Ja, doch, das glaube ich unten. Mal sehen, ob wir ihn hier schon irgendwo erkennen können. Der müsste hier irgendwo sein. Vielleicht wurde einfach noch nicht geladen. Das kann ganz gut sein. Hm? Vielleicht ist er auch oben, wo es mir jetzt auffällt. Oder ist unten. Oder ist unten. Fast richtig. Er war über mir. Also vergesst, was ich gesagt habe. Wir können auch einfach hierhin fliegen, hochklettern und hier in diesem großen Bereich, ne, den ganzen Felsen, einfach da drüber. Dort befindet er sich. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal unten hinschaue. Da unten waren wir gerade. Da sind die Leitern. Ja. Kämpfen wir auf jeden Fall mal. Es ist sehr viel los mit den Pokémon. Ich bin Munechika von den Baskonis. Meine unfassbare Stärke wirst du schlicht und einfach nicht entgegenzusetzen haben. Könnte Typ Kampf sein, wegen Stärke. Ambidefe? Oder Typ Normal vielleicht? Vielleicht ist er auch nur vom Typen Normal. Oh, da mogelt der einfach. Ich kann's nicht fassen, wie er einfach mogelt. Und dann auch noch mit dem... Nein. Boah, ich dachte gerade, das killt mich. Tatsächlich nicht. Aber knapp. Bam! Ja, Ambidiffe sollte man nicht unterschätzen. Du. Ogapons Fußkick. Ich weiß nicht, wie viel Damage das macht. Es kann eigentlich nicht so viel Damage machen. Aber ich werde es jetzt trotzdem mal ausprobieren und versuchen. Weil ich meine, so schlimm kann das ja jetzt nicht sein. Eigentlich macht der Fußkick bei... Boah, ernsthaft? Ernsthaft? Ja, eigentlich nochmal. Deine Attacken lohnen sich jetzt nicht unbedingt. Nicht mal ein Item klauen. Verstanden? Die Maske behalte ich schön an. Okay, Level up. Schlaraffe. Ja, okay, der hat, Typ Normalviecher. Ich kann noch mal ein bisschen drin bleiben. Ich weiß aber nicht, wie lange ich jetzt überlebe. Muss ich jetzt mal schauen. Fußkick. Komm schon, das Ding hat sich doch vollgefressen mit Bären. Wie kann das nicht schwer sein? Oh Mann. Na gut. Wenn das so ist, dann ist das halt so. Sir Driblin. Ich probiere ihn mal aus. Ob er das hier hinkriegen kann. Weil das hatte ich mich jetzt gar nicht vorbereitet. Ich versuche mal Sirup-Bombe. Ich muss eigentlich nur einsetzen wegen Animation. Hat schon vergoldet. Sieht cool aus, lasst mich. So, wurde in Sirup gehüllt. Oh nein. Oh, okay. Ich habe trotzdem immer automatisch Angst vor Erdbeben. Ist immer gruselig. Aber zum Glück hat es jetzt nicht so wirklich viel ausgemacht. Yes! Drachenpuls ist eine gute Attacke gegen die Viecher. Und das kann nichts gegen mich. Ja, Kugelsaat dauert jetzt vielleicht ein bisschen, aber... Ah ne, nur zweimal. Glück gehabt. Sonst geht das meistens irgendwie nochmal bis fünfmal oder so. Aber diesmal zum Glück nicht. Bam! Down. Und wie guckt das so... Ja. Boah, Level 87. Viel zu hoch für Level. Was mache ich hier? Relax. So. Da bräuchte ich jetzt Fußkick. Da wäre es One-Shot. Aber leider ist Ogapon down. Ich kann gucken, ob Freddy vielleicht ihn noch down kriegen kann mit Blutmond. Ansonsten habe ich jetzt keine Ahnung, was ich gegen Relaxo tun soll. Ist Relaxo wirklich nur so klein? Wow, Unsaluna ist ja vergleich riesig. Jetzt mal ehrlich.
Ich hab schon gedacht, dass die relativ gleich groß wären, die beiden. Vielleicht gibt es ja kleinere und größere Laxus, das ist mir noch am logischsten. Ja, leider hat er sie hinbekriegt. Hast du leider hinbekriegt, hier mich zu paralysieren? Stört mich jetzt ein wenig, weil das jetzt. Achso, stimmt, war ja was. Stört mich jetzt ein wenig. Ich mache mir Gedanken gut. Vielleicht überlebe ich ja noch länger. Okay, Init runter, finde ich gut. Angriff höher, finde ich nicht so gut, aber ist in Ordnung. Du buffst dich. Und ich buff mich. Das ist in Ordnung, oder? Plopp. Gedankengut, fällt ein Tropfen runter und Special Attack steigt. Special Defense steigt. Ich bin sehr speziell, so. Oh, natürlich, natürlich hat er Überreste. Welches Relax hat bitte keine Überreste? So, aber du bist auch übermäßig down, Mann. Bam! Ah, schade, hat's noch überlebt. Noch hat's überlebt. Boah. Aber nicht mehr lange. Ich denke, Erdkräfte sollte reichen. Ich hoffe. Ah, nein! Die Power! Nein, ich hätte mich heilen sollen! Okay, wisst ihr was? Ich mach Top-Genesung. Ja, ich mach Top-Genesung. Dann, ich weiß nicht, dann versuche ich nochmal Blutmund, I guess. Ja, ich mach das. Das erscheint mir gerade am logischsten. Tatsächlich. Oh, bitte lass es kein Fehler sein. Please, please, please. So, Paralyse weg. Full Heal. Alter. Ja, ach Gott, was? Komplett meine Runde verschwendet. Und da halte ich natürlich auch nochmal hoch. Klar, 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 klar. Ich glaube, ich glaube. Ich muss erstmal eine Attacke treffen, damit ich die andere machen kann. Bitte kill, bitte kill, bitte kill. Nein! Ernsthaft, die Überreste haben ihn jetzt geheilt. Hä? Ist er dumm, der bufft sich. Bro? Okay. Der gönnt mir den Sieg. Oh Gott, okay, ich habe eine Top-Genesung verschwendet. Ich. Bro. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, Plan B. Wir holen unseren Helden rein. Doffyman! Denn er hat den Düsenhieb. Den können wir jetzt gebrauchen. Bam. Ach, das. Ach, Junge, das ist doch jetzt lächerlich. Das ist lächerlich. Das kann nicht dein Ernst sein. Und jetzt will ich die Animationen sehen. Ich hab's doch verstanden, Mann. Um ganz ehrlich zu sein mit euch. Relaxo muss jetzt erstmal schnell sterben. Ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Und dann muss ich hoffen, dass das letzte Pokémon nichts krasses ist, wo ich meine anderen Pokémon wiederbeleben muss für. Aber wahrscheinlich schon, oder? By the way, gerade ein Crit. Geil. Das hätte ich vorher rauchen können, aber egal. Ah, Vermiebs, das ist die kleine Mausfamilie. Ah, die ist Typ normal. Ich weiß halt nicht, was deren Signature-Attacken sind. Ich weiß nicht, was die können. Ich habe die mit denen noch gar nicht gespielt. Da, die Mausfamilie. Mit den Kindern, die sich dahinter verstecken. Süß. Ja. Ich kann Blättersturm machen. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Aufräumen? Was? Oh, ein Buff. Von Angriff und Init. Ja, das macht richtig viel Damage. Oh, ist das nice. Fast down. Ein Hit noch, ein Hit noch. Wir müssen jetzt einmal überleben. Oh, yes! Take this! Take this! Yes! We won! Aber nur knapp. Okay. Müssen wir wieder heilen. Und dann suchen wir weiter.
Wir tippen uns hier rüber zum Kitakami Kulturzentrum und springen einfach mal hier nach unten. Whee! Ihr seht schon hier die ganzen Bäume oder ganzen Bambus, was auch immer. Da steht der letzte Heini, den wir noch nicht besiegt haben. Dann war alle 7 besiegt. Ja, ich bin Masamune. Lass dich von meinen geheimnisvollen Attacken in den Bann ziehen. Okay, der hat wahrscheinlich Typ Geist, oder? Ich rate mit Typ Geist. Olanga. Hm? Vielleicht hat er auch Typ Fee. War Olanga? Oh, Unlicht oder Fee hat er wahrscheinlich. Dann doch kein Geist. Oh, Reflektor, wie es laggt hier, weil da so viele Mobs hier gespawnt sind. So viele Pokémon. Na gut, habe ich überhaupt noch was Effektives? Höchstens Pistole oder sowas hätte ich vielleicht, oder? Nicht mal, nee, nicht mal. Uff. Boah, ohne Witz, eigentlich müsste ich Sir Driplin auswechseln, ne? Aber es ist jetzt auch egal. Jetzt ist es zu spät dafür. Ogapon, ich pack dich einfach mal rein. In der Hoffnung, dass du das hier hinkriegst. Selten ist übrigens ein lustiges Pokémon. So, Rankenkeule, maybe? Lass mal sehen, macht das gut Damage? Macht das nicht gut Damage? Das macht nicht gut Damage. Kniefalltrick. Aua, das macht viel Damage. Versuchen wir mal Holzgeweih. Na, besser. Schon besser auf jeden Fall. Bin gespannt, was er so drauf hat. Komm, bitte, reicht das aus zum Killen. Bitte reicht das zum Killen. Yes! Reicht zum Killen. Ach, weil es ein Crit war. Ah, danke, Ogapon. Den hatte ich gebraucht, den Crit. Den hatte ich nötig. Olanga ist aber wirklich kleiner als ich es in Erinnerung hatte. Level up! Barnaby, ich bin damit durch Bundleby. Und damit ist bestätigt Typ Fee. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß es nicht. Bleib erstmal drin, ich habe noch keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Nee, war schlecht. Das war schlecht drin zu bleiben, aber ich habe ja, Kuba, ja, na doch, na. Weiß ich nicht. Ich versuche mal mit Rankenkeule, mein Gott. Ja, okay, nee. Man schottet mich. Ja, ich kann versuchen, ob Akrobatik das Ding sofort killt, aber ansonsten habe ich ein Problem. Und zwar ein gewaltiges. Was hat schon da hinten eigentlich rum? Delphi-Man! Ne, der war schon nicht rum, aber da hinten da steht irgendwas rum. Sieht man aber kaum. Alles zu pixelig, Mann. Oh, nicht Falter reigen, please, nein. Ja, ja, Stats up von gefühlt allem. Na, es war viel zu wenig, viel zu wenig. Boah, nee. Das macht viel zu wenig Damage. Aber was anderes habe ich halt nicht, deshalb muss ich eigentlich weiter angreifen. Und hätte ich das gewusst, dass er das jetzt eingesetzt hat, dann hätte ich wahrscheinlich Power Punch benutzt, aber das... Wurde nicht sehr effektiv, dann auch nicht. Dann auch nicht, aber... Ja, wir machen gegenseitig nicht so viel Damage, merke ich. Ja, keine Ahnung, wir hoffen einfach, dass das Ding vielleicht nächste Runde down ist. Hört auf zu wirken. Sehr gut, sehr gut. Das kann mich nicht killen. Doch, mit einem Crit natürlich auch. Natürlich kommt da ein Crit. Natürlich. 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 Ja, Fatalita, I guess. Mit dem Quirl-Schuss. Ob das Ding schnell down ist. Was anderes würde mir jetzt nicht einfallen. Außer vielleicht Pumann wieder zu beleben, aber. Das mache ich erst, wenn es kritisch wird. Ah, ne. Ja. Siedelwasser. Oh, Siedelwasser. Falls es nicht down geht, dann kannst du zumindest eventuell eine Verbrennung bekommen. Darfst du dich überleben, genau. Auch wenn es zu knapp ist, tatsächlich. Also knapper als erwartet. Bitte Verbrennung, bitte Verbrennung, bitte Verbrennung. Alles klar. Da das Ding sowieso schneller ist, nutze ich die Zeit und heile ihn hier.
Ja, der hat den Düsenhieb. Der wird hilfreich sein hier. Ja, komm. Ist klar. Ja. Ich überleg grad, wie wir das noch reißen können. Ich schätze halt mit einem Düsenhieb einfach nur. Was anderes würde mir einfallen. Einfach Düsenhieb. Und hoffen, dass die anderen Viecher von ihm. Ja, Klebenetz gefangen, ist klar. Dass sie nicht so stark sind und nicht so was Krasses drauf haben. So, erstmal BAM. Das war sein zweites Pokémon, ne? Zwei hat er noch. Boah, das dauert voll lang alles. Das dauert alles super duper lang. Aber egal, wir kriegen das hin. Gar, natürlich ist es so ein krasses Vieh. Wie Gardevoir. So, Sir Dublin werde ich jetzt erstmal nutzen, um zu opfern. Und dann werde ich irgendein Pokémon heilen. Außer Sir Dublin hat irgendwas Effektives, was ich aber nicht von ausgehen werde. Ich habe alles gerade nicht auswendig im Kopf. Wie man es von mir gewohnt ist. Gardevoir. Boah, wie es super laggy ist. Mein Gott, Game Freak, fix your game. Okay, nope. Ja, ach, Spukball, aber ob ich das hinkriege? Ich heile da, glaube ich, erstmal lieber Delphi-Man. Der hat bessere Chancen, würde ich mal behaupten. Wow, ich habe es überlebt. Cool. Nutze ich die Chance, um direkt mal Walter Lichter zu beleben. Nice. Kann ich direkt mal zwei Sachen machen. So. Ist auch ganz gut, wenn Sir Dublin ein bisschen down geht, weil er hat sowieso schon genug Level. Weiß nicht, wie ich den überfüttert haben kann, aber ist auf jeden Fall leider der Fall. Okay, ich gehe jetzt mal zu Devilman über. Ich habe das Gefühl, dass er tatsächlich mehr reißen kann. Auch wenn meine Gefühle heute nicht wirklich sich als true beweisen, muss ich trotzdem mein Bestes geben. Ja. Ich hätte Düsen hier bald. Hast du gesehen? Ja, es ist auf jeden Fall mehr als erwartet, muss ich sagen. Es ist auf jeden Fall mehr als erwartet. Und das war weniger als erwartet vom Attack, was ich hier abbekommen habe. Ja, Gardevoir, tut mir leid. Muss ich mal Mega entwickeln, damit du was drauf hast, ne? Ciao. So, sein letztes Pokémon, sein letztes Vieh. Ein Pixie. Okay, Pixie kann ärgerlich sein, wenn es die guten Attacken hat, die richtigen. Mal gucken, wie viel Damage ich mache. Mal sehen. Nur ein bisschen weniger. Das habe ich eigentlich erwartet vorhin. Das sollte mich nicht killen. Nee. Okay, einen Düsenhieb mache ich noch und den Rest kann dann mein. Oh. Bringt jetzt zwar nichts, aber. Oh. Ja, kann dann mein anderes Pokémon erledigen. Wait, what? Oh nein. Oh nein. Okay. Verstanden. Ja, machen wir Freddy. Der sollte es eigentlich mit dem Blutmond one-shotten können. Mehr oder weniger. Los, mach deinen Jumpscare, Freddy. Oh. Knappes Ding. Aber reicht nicht aus. Da ist er down. Also ja, die ersten drei, die wir gemacht haben letzte Folge, das waren wirklich die stärksten. Und die heute waren die etwas schwächeren. Also von stark auf schwach auf mittel haben wir gemacht. So. Und jetzt können wir eine Belohnung abholen. Bei dem Typen, der oben steht. Dafür gehe ich aber mich einmal kurz heilen. So, hier oben bei dem Typen, der uns überhaupt von Maskunis erzählt hat, bei dem können wir nochmal eine neue Info bekommen. Jo, aber ich habe gehört, dass du ein paar Maskunis gefällt gemacht hast. So, ne, hier ist die Belohnung, wie versprochen. Fokus gut. Okay, das kann zwar ganz nice, aber das war's. Na, nee, noch ein paar XL-Bonbons.
Offensivweste. Trägt im Grunde die Weste natürlich eine Spezialverteidigung, aber es kann kein Schatzstock. Okay. 10 Sonderbonbons. Auch ganz nett. Wahlbrille. Brille hat einen Spezialangriff, aber nur eine Sache ist einsetzbar. Okay. Fähigkeitenkapseln. Die sind nice. Noch ein Wahlband. Okay. Und das war's. Yo, Mann, abgefahren, ey. Du hast jeden Einzelnen der Moskau ist weggefakt. Aber jemand so stark ist wie du, könnte endlich mal eine richtige Herausforderung sein, ne? Haha! Oh nein. Sieh ein Sterne vor dir, steht das Mysteriöse, das Enigmatische, das einzig wahre Geheimmitglied der Maskonis. Der letzte Kampf steht bevor, solltest du bereit sein, so setze mich schleunig in Kenntnis. Na, eigentlich wäre die Folge jetzt hier vorbei, aber wir müssen die wohl machen. Machen wir heute die Überlänge. Ja, bist du ready dafür? Ja, bin ich. Damit wir zumindest fertig sind mit all die, mit diesem Ort. Wohl dann, lass uns einen gebührenden Schauplatz aufsuchen, folge mir. Hä? Ich will das noch episch machen, ey. Ja, das hier ist so ziemlich das Letzte, was wir hier noch in Gitakami machen können, dann sind wir komplett durch. Ich bin Muramasa, das einzig wahre Geheimmitglied der Maskonis, wappne dich. Okay. Du, oh, diesmal der Hyperball durch die Hand. Oh, er hat jetzt, hat er die Geist-Pokémon? Gengar. Er hat 5 Pokémon. Oh no, oh natürlich. Oh. Okay, Tastfluch auch noch. Das ist sehr böse, sehr, sehr fies. Okay, okay, das Ding ist schnell. Freddy könnte vielleicht noch was aushalten. Warte, auf welchem Level ist er überhaupt? Auf welchem Level ist der Dude? Ah, geht noch, geht noch. Hörlicht? Okay, soll brennen. Wie schrecklich. Oh nein, der große böse Bär ist am Brennen. Nice. Gengar schon mal down. Sehr wichtig, weil Gengar ist ein sehr böser Gegner. Der kann einiges Blödes anstellen mit einem. Boah, Level 88, Mann. Okay, 4 Pokémon noch. Tromborg, Pflanze, Geist. Ja, ich kann es versuchen. Ich kann es versuchen, ob ich Akrobatik schnell genug hinkriege oder nicht. Eigentlich bin ich relativ schnell mit Devilman. Ich meine mit Devilman. So, Tromborg. Sehr cooles Vieh, aber leider musst du down gehen. Ja, ich bin schneller. Bam. Okay, nice, über die Hälfte. Weil das ein Crit war, okay. Aber Holzgeweih, ja, das ist eine sehr gute Attacke für Tromborg und das heilt sich jetzt komplett voll, oder? Ja, so. Ah, hat sich nicht gelohnt, glaube ich. Oh Gott. Ja, ich weiß, Spukball und so. Ich kann es ruhig mal ausprobieren, aber ich denke nicht, dass ich schnell genug sein werde, damit das funktioniert. Na doch, doch, warte, was? Oh, oh wow. Ich glaube, ich sollte Fatalisha mehr zutrauen. Okay, gut, es war ein Crit, aber dennoch. Ich sollte Fatalisha, glaube ich, ein bisschen mehr zutrauen. Ich denke nur, er hat keine Tasse. Okay, 3 Pokémon. Gladimperius, so OP. Oh, leider war ich den Typen nicht. Kampfgeist? Das ist gerade meine Überlegung. Ja, jedes Mal, wenn es ein Pokémon killt, dann bufft es sich. Oder irgendwie sowas. Oh, ja, ah, Fußkill, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß, du kannst einfach suchen, ob es brennt. Das wäre eine sehr große Hilfe, wenn es brennen würde. Okay, leider nicht. Und leider bin ich One-Shot. Ja, bin One-Shot, klar. Ja, gerade Imperio ist einfach broken. Also das Ding ist krass. Ich versuche mal mit Fußkick tatsächlich. Ich versuche es mal. Kann ja nicht schaden, oder? Oh, hier im finalen Kampf. Hä? Okay, ich habe eine Beere gegessen, wahrscheinlich damit es nicht so viel Damage nimmt. Ja, genau das. Ja, durch die Beere hat es überlebt und ich sterbe dafür. Nicht! Yes!
Nice! Sehr nice. Boah. Das hätte echt sehr blöde enden können. Vorletztes Pokémon Zwirklop. Geist. Ja, nur Geist, oder? Ist das nicht einfach nur Geist? Ich tue mal ein bisschen Ripplin rein. Den kann ich ruhig opfern. Ich muss überlegen. Hä? Das ist doch nur Geist. Wenn, von dem, was ich weiß. Vielleicht verwechsel ich auch? Nee. Nee, das ist das Unentwickelte. Das müsste eigentlich nur Geist sein. Vielleicht auch Unlicht oder sowas? Keine Ahnung, fragt mich nicht. Aber bevor ich jetzt heile, erstmal gucken, ob ihr irgendwas Effektives habt. Ja, Fatalicia. Ganz ehrlich, ich probier's sogar. Mit einem normalen Beweber und dann noch mit einer Heilung, falls ich die andere Heilung nochmal reinbekomme. Falls ich sie reinbekomme. Light Tyler. Ja, okay. Danke. Schön die Runde verschwenden, aber habe ich nichts gegen. Das ist tatsächlich sogar sehr wünschenswert. Jetzt ist das Ding Full Heal. Du, du. Hä? Okay. Verstehe nicht ganz, aber gut, wie der meint, ne? Ich kann mal versuchen anzugreifen. Mal gucken, wie Damage ich mache. War klar, ich mache kaum irgendein Damage. Aber warum setzt es nur Leiter? Hä? Warte, hat es keine Attacke gegen mich? Nee, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ich bin nicht Typ normal. Hä? Warum spammt das Leitheiler? Verstehe ich nicht. Ich check die Taktik dahinter nicht. Nee. Es heilt sich halt die ganze Zeit hoch. Okay, ja, toll. Hm? Warte, wenn es jetzt nochmal Leitheiler einsetzt, dann gehe ich auf Ogapon. Damit es ganz low ist. Hihihi, ausgetrickst. Außer er hat vorgeplant, setzt jetzt mal eine richtige Attacke ein. Dann hat er mich ausgetrickst. Nee. Der Plan geht auf. Und du bist down. Bam. Ah. Und nicht ganz. Leiter, dann nervt, ne? So, jetzt aber. Bam! Okay, ein Pokémon hat er noch. Das nehme ich nicht 4, sondern 5. So, was sind jetzt Pokémon? Krebutak! Das Ding ist im Geist? Hm? Typ Wasser. Das Ding ist doch nicht Typ Geist, oder? Ist das nicht einfach nur Typ Wasser noch irgendwas? Ich gehe schon mal die Hälfte weg. Abschlag. Oh, wow. Mano. Okay, sehr verwirrend. Ich glaube, es ist Unlicht vielleicht sogar. Keine Ahnung, was auch immer. Auf jeden Fall, das Ding ist ein Witz. Das Ding ist ein Witz. Das ist es. Und das machen wir jetzt weg. Der Witz ist nicht mehr lustig. Der Witz ist abgeblasen, Mann. Oh, oh. Okay, der Witz ist abgeblasen, Mann. Ja, ich sag's mal so, selbst der Final Boss hier war nicht so schwer wie der dritte von dem Clan, Level 89, ey. Oh Mann, das war eine Glanzleistung. Ich habe eine komplette Niederlage erlitten, ey. Jupp, das sieht so aus. Du kannst mich das jetzt nicht schlagen, Alter. Ich muss gestehen, ich bin von deiner Stärke tief beeindruckt, Mann. Ah, okay, genug von dem pompösen Gefasel. War das nur ein Scherz? Dass du beim Maskuni-Spiel mitgemacht hast, war echt nice, Mann. Die Idee dahinter ist, Kids zu beschäftigen und zum Kämpfen zu motivieren, damit sie auch Level 100er Pokémon haben und alles. Ja, wir ziehen das Ding jedes Jahr während dem Maskenfest ab, aber die Mitarbeiter nehmen das viel zu ernst. Kein Kind hat es bis jetzt auf die Reihe gekriegt, ey. Ich glaube, du bist die Erste, die mich jemals besiegen konnte. Du hast echt drauf. Hier, nimm deinen Preis. Fähigkeiten, Pflaster, die sind noch besser als die Kapseln. Nice. Tu dir selbst einen Gefallen und häng etwas mehr in der Natur von Kitakami ab. Dadurch wirst du groß und stark. Das kommt jetzt ein bisschen spät. Ich bin schon komplett durch. Ja. Eine Sache. Warum sind wir jetzt hier? Eine Sache gibt's aber noch. Hast du noch was zu sagen? Oh, mächtiges Kind, hast du einfach den weiten Weg auf dich genommen, meine Wenigkeit zu besuchen? Oh, wie reizend. Ja, nee. Eine Sache gibt's noch. Eine Sache, die wir die ganze Zeit hätten machen können, aber ich nicht gecheckt habe, ist eine Maske hier kaufen.
Nachdem man die Story hier durch hat, kann man sich hier nämlich Masken kaufen. Unter anderem die Oni-Maske, nach der ich die ganze Zeit gesucht habe. Ah, kann man auch noch die Bonino-Maske kaufen. Oder die Benizaru-Maske. Die Beatori-Maske. Die sieht ganz nice aus. Evoli-Maske. Wie das aussieht. Und die Pikachu-Maske. Das ist auch so cursed aus alles. Außerdem gibt es hier noch Scherzbrillen. Die sehen dann so aus. Aber was sehen dann als Brille? Statt als, nee. Die sieht man. Achso, nee, die sieht man nicht. Nee, die sieht man nicht. Dafür müsste ich das hier nochmal ausziehen. Ach, und hier gibt es noch ein paar Handyhüllen. Damit man eine schöne andere Farbe hat im Menü, wenn man möchte. Ja, damit sind wir dann erstmal fertig mit dem DLC. Wir werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wenn dann der nächste DLC draußen ist. Also seid auf jeden Fall dafür gespannt. Ich chill jetzt mit meinem Homie hier ab. Ich bin jetzt nämlich der neue Boss der Vasconis. Warum ist das so viel größer als ich? Hey, komm. Komm, wir sind doch Freunde. Wir sind doch Freunde. Hier, komm, wir machen ein Selfie. Komm, komm, Kumpel. Hä? Er verschwindet einfach vor meinen Augen. Der Magier, der Zauberer. Ein Selfie. Pokéball an die Wange. Yeah.